Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo, wir möchten heute mit den Burschen davon sprechen und hoffen, dass sie uns nicht auf der Stelle umbringen. Es war schon ein Angstreflex. Hallo? Scheiße, ist das kalt. Ja, aber hier lässt es sich wenigstens aushalten. Statt zu quatschen, sollten wir uns lieber fragen, was wir mit dem Zeug hier anstellen. Was ist das überhaupt? Sieht aus wie eine alte Radiostation. Dass es keine Küche ist, war mir auch klar. Wenn wir das Teil in Betrieb nehmen... Dann könnten wir einen Aufruf starten und die Leute da draußen fragen, wo Chad sich versteckt hält. Gar nicht mal so blöd, die Idee. Immerhin wissen wir, dass er noch nicht den Alps in die Hände gefallen ist. Okay, wer kennt sich mit der Anlage aus? Das bin dann wohl ich. Gut, du kümmerst dich um das Ding und wir planen die erste Sendung. Wenn das mal gut geht. Klar doch. Aber jetzt lasst uns erstmal was essen. Mein Magen macht schlapp. Was gibt es denn? Bohnen. Was sonst? Neißenstein. Ja, jetzt ist es fix. Moment, wie geht das? G-A-M-E-T-W-O. Wir sind die allergeilste Gaming-Show. Game 2, Leute. Alter Schwede, die gute Lara. Der liebe Krogi mit seinen News und der Micha, der Genialist. Ich glaube, ich spinn. Alle drei hier mit den zugehörigen Stimmen. Yay! Cool! Entschuldigung, ich muss das gerade voll abfeiern. Hey, cool! Man erkennt sie auch sofort, ne? Die gute Lara mit ihren roten Haaren. Der schöne Micha, ne? Ich glaube, ich bin echt cool. Mega! Die Game 2, Leute, echt voll geil. Ich bin gerade voll weg. Ich muss mich mal hinsetzen. Wie geil ist das denn? Episch! Episch, wirklich. Voll cool. Na, ich feiere das gerade voll ab. So, und ich raub sie natürlich auch gleich aus, dass sie nicht böse sind, wenn wir das mitnehmen. Da sind sie, ne? Die Game 2, Leute. Krogi, Micha und die Lara, die hier gerade im Spiel vorkommen und eben auch alle anderen Leute. Voll cool. Also echt cool. Finde ich gerade toll. Wirklich wahr. Ma, wie schön. Hey, das sind Blaupausen. Warum darf ich die nicht mitnehmen? Hey, Krogi, schau mal weg. Ich nehme die mit. Geht halt nicht. Schade. Ah, wie cool. Ey, wie cool. Wirklich, wirklich. Meine Güte. So, was muss ich jetzt hier eigentlich machen? Reicht es mit denen zu reden? Ich denke schon, Trixie. Kein Interesse. Mhm. Ja. Okay, ich denke mal, ne? Fangen wir mal mit Micha an. Hallo. Was bist du denn her? Müssen die Mülltonnen wieder ausgeleert werden? Sehr nett. Lara? Oh, hallo. Und jetzt verpiss dich. Hey, das war jetzt aber nett, nett. Und Krogi. Zeit. Ich muss die Anlage reparieren. Jawohl. Wenigstens einer von dreien ist freundlich, ne? So. Das war's. Wir haben, was wir wollten, was wir brauchten. Echt jetzt? Schau mal, die Quest rein, rein tun. Questele. Gottes Willen. Ich weiß gar nicht, welche Quest hatten wir gerade. Am Laufen. Hallo? Tee. Ah, war das mit dem Audio-Dingens? War es das? Ich glaube, ne? Ja, dann hätten wir es, oder? Ja, das mit diesen Chimären, das lassen wir lieber. Ich glaube, die bringen uns um, nach wie vor. Der Lieferant. Achso, ja, da war ja noch was, ne? Mit diesem Elixit-Handel da, ne?
Brüche gemacht. Hätten wir auch noch was? Was hätten wir hier noch? Gesetzte Berserker, Spurensuche. Gefährten. Für eine Handvoll Splitter. Kann man hier... Wird er uns anzeigen, wo wir die nächsten suchen müssten? Nö, ne? Da müssen wir mit Ray sprechen. Damit das klappt, probieren wir es halt einfach mal, weil die Steckbriefe gehen mir eh schon am Keks. Noch alles dran? Alles noch dran? Auf jeden Fall. Ja, da bringt sie nichts. Okay. Der wird dann im Laufe der Zeit nach wie vor mit uns sprechen, denke ich mal. Okay. Dann ist das ein Schuss in den Ofen. Ja, das ist eine blöde Idee, weil die ist ja gekoppelt mit dem Big Bang. Dann gibt es richtig Big Bang, nämlich eine auf die Nuss. Köpfe müssen rollen. Das war so schwer, glaube ich, ne? Das waren diese Alps. Meine Güte, gesetzter Berserker. Keine Ahnung. Tavar-Brüche gemacht. Im Namen der Familie. Und die Arena streitet. Das können wir probieren. Ob wir einen Arena-Kampf schon überstehen werden. Warten auf Rat. Also der Trottel. Okay, was machen wir? Probieren wir es mal mit der Arena, aber wir porten uns vorher noch woanders hin, weil ich will was lernen tun. Man möchte es nicht glauben, aber ich will was lernen. Ja. Ike, Big Jim und Gun. Okay. Das war jetzt der Dingsbums. Ich möchte aber nach Goliath, wenn es geht. Geh wie Goliath. Da ist unser Lager. Hier war Goliath, ne? Ja. Ich habe voll vergessen, was ich lernen wollte. Ich gehe mal zur Schmiede. Schauen wir uns mal kurz durch. Ich glaube, Kampf war das, ne? Was mich da angelacht hatte. Hatte. Geht schon. Porti-Port. So, weil hier haben wir nur den Rüstungsheini, ne? Werker, noch mehr Werker, noch mehr Werker, Rüstungsschmied. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Achso, das war nur ein Händler, ne? Ja, ja. Okay, vergiss es. Achso, Moment. Ich war aber nicht umsonst, ich muss ja Tränke brauen. Ja, ich bin leicht verwirrt. Wie immer halt. Also, warte. Heilen, heilen, heilen. Wo haben wir es denn? Kleiner Heiltrank. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir herstellen können, aber... 4. Okay. Mehr geht halt nicht, weil Wasserflasche fehlt, okay. Mächtiger Heiltrank. Da fehlt uns Wein. Wir sind arme Schlucker. Großer Heiltrank. Fehlt auch Wein. Heiltrank wenigstens, da geht einer. Was geht hier? Da gehen zwei, okay. Wenigstens ein bisschen was. Alter Schwede, muss ich wieder sparen. Mhm. Stims. Lebenssaft. War das der, der einem heilen tut? Gesundheit. Aufputschmittel. Was kann das? Kampf plus 5. Aha. Zitrinpanzer fehlt. Schrottscanner. Gegenstände erspüren. Aha, wie so ein Hund. Ohr eines Stalkers. Natürlich. Haha. Marathon-Tronikum. Was kann das? Maximale Ausdauer. Aber du, das können wir herstellen. Besser als nix, oder? La Cucaracha können wir nochmal herstellen. Überleben plus 5. Machen wir das zuerst.
Und von mir aus hier vielleicht nicht 24, aber 5 vielleicht. Würde ich sagen, ja, das ist okay. Dann, was hätten wir noch? Ring der Geschicklichkeit. Ein Haufen Flügel daten uns da fehlen. Naja, okay, das ist jetzt nicht unbedingt. Ja. Das muss nicht unbedingt noch sein. Munition können wir gar nichts, wie immer. Aber die Waffe können wir verstärken. Das gangert. Waffe steigern. Plus 16. Können wir sie dann überhaupt noch führen? Nee. Da müsste man ein bisschen was lernen mit Stärke und Konstitution. Mal schauen, ob es überhaupt ausgeht. Wir bräuchten 4 Stärke und einmal Konstitution. Warte mal. Tun wir das opfern? Können wir eigentlich opfern, oder? Dann hätten wir eine bessere Waffe. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Ah, halt die Gosch. Also, einmal und da. So müsste es passen, ne? Und jetzt schauen wir mal. So, also herstellen. Lalila. Herstellen ist gut. Für Aufwerten ist besser. 16 Schaden mehr ist halt echt nicht schlecht. Hey, ich will das anschauen. So. Nahkampf plus 10. 16 Schaden mehr wäre echt nicht schlecht. Machen wir halt einfach mal, oder? Sockelstein einsetzen. Also machen wir mal das zuerst. Ja, bitte. Ah, die wird doch schon auf plus 2 gehen. Echt? Die kann man nochmal aufwerten. Ja, okay, da müssen wir einiges können. Das dauert noch. Aber okay. Können wir auch einen Sockel einsetzen? Geht nicht, gell? Weil die Waffe keinen Sockel hat, ne? Verbessern will ich sie nicht, weil dann kann ich sie nicht mehr führen. Waffe verzaubern? Aha. Auseinanderschrauben. Na, das ist mir auch noch zu schade. Okay, schließen. Der hätte einen Sockel gehabt. Ja, unsere Axt hat leider keinen. Ja, macht dir nichts. Jetzt ist sie halt ein bisschen stärker. Ist sicher auch nicht verkehrt. Hoffe ich mal. Gut. Passt. Dann brauchen wir ja einen Lehrmeister. Das geht nach wie vor, weil lernen können wir ja trotzdem was. Dazu muss ich jetzt mal ein Stück runterlaufen. Da war jetzt aber, glaube ich, keiner mit Kampf, ne? Da war jetzt, glaube ich, der war überleben, glaube ich, ne? Servus. Hallo, Hakon. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Ja. Feuerresistenz, Frost- und Giftresistenz hätte er für uns im Angebot. Es ist halt nur Überleben. Ich hätte aber gern was mit Kampf. Warte mal kurz. Da kann man sich auf der Karte... Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Ach, jetzt scheißt ihn nicht so an. Da gehen wir hin. Da haben wir einen Kampflehrer. Ich hoffe, der bringt uns was bei. Ich glaube, Kampf war es, was ich gerne haben wollte. Aber ich fürchte, dass ich mir die Fähigkeit noch zu schlacht bin. Zu schlecht mit E. Na, würdest du... Danke. Heureka. Ich glaube, der war da unten. Ich glaube, der war hier irgendwo, oder? Ein Kampflehrer, bitte. Ich sehe nichts. Hallo. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Ja. So. Fernkampf, schwere Waffen, Angriffsstärke, Paradestärke, Wuchtschlag und Granaten. Bomben und Granaten. Jawohl. 100.000 heulende Bomben und Granaten. Angriffsstärke. Erhöht die Wucht deiner Schläge mit jeder Stufe. Das wäre nicht schlecht. Schwere Waffen. Erhöht den von dir ausgeteilten Schaden mit schweren Waffen. Haben wir noch keine, ne? Fernwaffen. KIA vergessen. Nahkampfwaffen. Plus 2 bis das geht. Ich bin eh schon gestorben. ich würde sagen, Angriffsstärke wäre gar nicht schlecht. Weniger schlecht den Straucheln. Wuchtschlag. Erhöht den Schaden deiner Spezialattacke im Kampf mit jeder Stufe. Ich würde sagen, ich spare mich für später auf. Das mit der Angriffsstärke hört sich gar nicht so beschissen an. Also würde ich sagen, nehmen wir das mit. So, jetzt haben wir genug geskillt.
Yeah, Kampf plus eins. Wow. Wir sind eine kämpferische Drecksau, jawohl. Und wir questen weiter, weil wir wollen stärker werden. Ich hab keinen, das ist kein Unfug. Na, das passt alles so. So, warten wir uns mal dahin. Also William möchte gerne, dass wir da in der Arena uns behaupten. Jetzt haben wir geskillt. Jetzt müsste das für uns ja schon machbar sein, oder? Ich hätte mich, glaube ich, hinbohren sollen, direkt zu den Herrschaften, glaube ich, ist gescheiter, ne? Weil da oben kann man gleich runterspringen, da war, glaube ich, schon die Arena, ne? Entschuldigung. Ja. Zocki und ihre Denkfehler. Ja, das muss auch sein. So, Servus von die. Also, dann probieren wir mal unser Glück. Hallo, die Hirn. Ich glaube, da wohnt jemand. Ein Gun. So, dann würde ich sagen, speichern. Auf die 22, bitte. Ja, die Firma dankt. So, ist fein. Passt. Hallo, Gun. Ah, der Neue im Fort. Ja. Habe mir schon gedacht, dass du früher oder später hier aufkreuzt. Ja. Auch wenn du echt Eier haben musst. Ja. Als niemand durch das Ödland. Respektable Leistung. Aber lass dich willkommen heißen. Bei den ganzen Arschgeigen hier sind ein paar warme Worte sicher erfrischend. Das ist sehr nett, ja. Wie kann ich schnell ein paar Splitter verdienen? Bist du zu jedem Neuen so freundlich? Meh? Bist du zu jedem Neuen so freundlich? Nein, aber du erwischst mich an einem guten Tag. Bin vor kurzem zum Schlechter ernannt worden. Und das geht einher mit allerlei Annehmlichkeiten. Na super. Die da wären. Warum wurdest du befördert? Achso, warum? Genau, warum? Die da wären? Die da wären? Du ziehst die Leute ab, anstatt abgezogen zu werden. Ah. Außerdem ist es leichter, Verbindungen zu knüpfen, die dir lukrative Jobs einbringen. Und zu guter Letzt vertraut dir der Duke mehr, als er es sonst tun würde. Wenn du dir also Respekt verschaffen willst, mach es wie ich und kämpf in der Arena. Na dann, wie kann ich schnell Splitter verdienen? Ich will mich mit dir in der Arena messen. Noch nicht, zuerst tue ich dich weiter ausquatschen lassen tun. Wie kann ich schnell ein paar Splitter verdienen? Es kommt ganz darauf an, wie viel du investieren willst. Ich will etwas verdienen, nicht ausgeben. Und warum sollte ich sie bei dir investieren? Ja. Und warum sollte ich sie bei dir investieren? Wenn du bei mir deine Splitter anlegst, wird es sich für dich bezahlt machen. Vergiss nicht, ohne Splitter landest du bald in der Gosse bei den Junkies. Also, wie viel Splitter machst du locker für ein paar gute Tipps? 50, 250, Entschuldigung. Da habe ich mich gerade verschluckt und musste husten. Großen Batzen Splitter geben. Ich brauche deine Tipps nicht. 50? Hier, mehr gibt es von mir nicht. Was? Ich weiß nichts von irgendwelchen Tipps. Hier, da hast du deine Almosen zurück. Alter. Ja? Ich will mich mit dir in der Arena messen. Bist du sicher? Ich habe fast alle meine Kämpfe gewonnen. Und ja. Wenn du dir jetzt von mir die Beulenpest einfängst, dann kratzt das sicher an deinem Ego. Ja. Zumal ich dir keine Revanche einräumen werde. Ja. Kurz verschieben. Verschieben wir unseren Schlagabtausch. Weil der Part ist zu Ende. Der Part ist zu Ende und... Ja, ich war jetzt zu geizig, Entschuldigung. Okay, müsst ihr ein bisschen mehr ausgeben, wenn ihr soweit seid. Ja, ich wollte nur sagen, der Part ist zu Ende und im nächsten versuchen wir den mal in der Arena zu schlagen. Ich fürchte, das wird uns einige blaue Flecken einhandeln, aber ja, wir werden das schon schaffen. Jo, na gut, das war's dann wieder für heute. Ein sehr erfolgreicher Part. Wir haben die Game 2-Leute kennengelernt, gefunden, wie man auch möchte. Jo, haben die echten eigenen Sender. Voll cool. Finde ich echt voll cool gemacht. Mit Quest. Also das ist wirklich, wirklich cool. Und ja,
das mit der Arena, das macht mir immer Bauchweh, das war schon bei Gothic so. Naja, wir werden das Kind schon schaukeln. Wir haben ja schon Schlimmeres geschafft. Also gut, ihr Lieben, freut euch auf die nächste Folge. Ich tue es mir auf jeden Fall freuen tun. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören, schnetzeln, wipen und failen in der nächsten Folge weiter. Also dann, tschüssi!